Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich will es kurz machen, weil ich nicht der Meinung bin, dass man dieses Thema hier in der Weise weiter diskutieren soll, wie es gerade begonnen worden ist. Und vor allen Dingen nicht mit Zwischenrufen oder Vorwürfen. Ist doch überhaupt nicht die Frage. Menschen haben sich seit Anbeginn, also seit man weiß, dass es sowas wie Menschen gibt, mit der Frage von Tod und der Frage, was passiert eigentlich mit den Körpern, was passiert mit den Seelen, auseinandergesetzt und es über die 50, 60, 70.000 Jahre vielleicht noch älter. Spielt das eine Rolle? Und die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod und die daraus folgenden Schlussfolgerungen, dass man Menschen sozusagen ausstattet für ein Leben nach dem Tod, das beschäftigt alle Kulturen in unterschiedlicher Weise. Und deswegen ist alles, was wir hier diskutieren, in allererster Linie eine Frage von, ich meine, von Freiwilligkeit. Ich lebe als Mensch, der mehr oder weniger gelungen auf Umweltschutz achtet. Und es würde mir nicht recht sein, wenn ich aufgrund der Art und Weise, wie ich bestattet werde, die Umwelt verschmutze. Mir ist das nicht recht. Und deswegen finde ich es zulässig, sich genau diese Frage auch zu stellen. Wie kann man bei aller Würde, bei Respekt vor den Toten, sich mit der Frage auseinandersetzen? Weil wir haben ja mal die Situation, und das ist eine nüchterne Tatsache, dass die Zahl der Menschen auf engem Raum immer mehr wird. Die Zahl der Menschen, die bestattet werden, wird immer mehr. Ich habe mal geguckt, es sind in Bremen 6.500 im Jahr. Und da kann man sich durchaus die Frage stellen, was passiert eigentlich mit der Umwelt? Das ist auch ein Stück weit nicht Respektlosigkeit, sondern ich finde, das ist auch Verantwortlichkeit von Politikerinnen und Politikern, dahin zu gucken. Und wenn wir feststellen, es gibt Möglichkeiten auf freiwilliger Basis, unter Einbeziehung der Verwandten, unter Einbeziehung der jetzt noch Lebenden, diese Frage zu diskutieren und Perspektiven aufzumachen, finde ich es legitim. Aber ich finde, die Antwort auf die Anfrage hat ein paar Aufgaben gestellt, deren man sich respektvoll und in Ruhe widmen kann. Das ist die Frage, wie kann man möglicherweise Energie sparen, wie kann man Umweltbelastung durch unter anderem Quecksilber vermeiden. Ich finde, wir sollten diese Frage in Ruhe klären. Wir sollten hier nicht drüber in der Weise debattieren, sondern sehr konkret gucken, wie kann man das, was diese Anfrage an Ergebnissen gezeitigt hat, nutzen, um sowohl und unter Wahrung von Respekt, Würde, unter Wahrung dieser Aspekte die Umwelt besser schützen oder noch besser schützen, als wir es bisher getan haben. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat das Wort die Abgeordnete Dr. Schäfer.